Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, Krankenstation ist sauber. Überraschenderweise. Da ist jemand mit den Nerven etwas knapp dran. Ach, wir haben sonst keine Fleischreserven mehr. Boomratten als Fleischlieferant finde ich nicht so prickelnd. Aber wir finden hier bestimmt noch das ein oder andere. Ah. Sowas zum Beispiel. Wie sieht's denn hier aus? Jede Menge Kakao, Zucker, Milch. Wir haben zwar noch keine, aber wenn wir dann gleich welche haben. Eine technische Störung an einem Mühlstein. Kann im Endeffekt auch weg, weil der deckt das auch mit ab. Hier können wir nichts dran. Die Sachen ziehen wir eventuell nach unten. Schauen wir mal. Der hier steht ja auch noch an. Ja, dafür haben wir wenigstens genügend Bauteile.
So. Dürfen wir die Leute reichlich beschäftigt halten. Liegt hier immer noch rum. Was ist denn da rum? Kann nicht schaden, wird die Leute bei Laune halten. Die Leute sind nicht ganz glücklich damit, die Sachen quasi permanent unter die Nase gerieben zu bekommen. Heißt, wir müssen da was ändern. Glücklicherweise haben wir ja ein bisschen Platz. Hier, die wollte ich. Dann die. Hier kommt die Einstellung rein und hier. Süßigkeiten und hergestellt Bier, Zigarillos und Rauchblatt-Joints. Das kann ja auch rein. Im Endeffekt, wenn wir davon was haben. Werden alle gelöscht.
Weil die Sachen verderben zwar nicht, aber die sehen halt nicht so schön aus, wenn die hier rumliegen. Was auch irgendwo ein bisschen Sinn macht. Das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis der irgendwann mal fertig ist. Titan ist hier drunter. Das ist aber schön. Ist aber nicht das, was wir gewollt haben. Also, erstmal Strom aus. Wahrscheinlich eine Boomratte, würde ich jetzt mal so schätzen. Das Feuer da oben hat sich nämlich schon von selber relativ schnell verdrückt. Nun gut. Also im Moment nervt es schon ein bisschen, nach dem Stahl suchen zu müssen. Kraftstoff, Uran, Plaststahl, Kraftstoff, das könnte eventuell noch was sein, das hier auch. In jedem Fall ist die Krankenstation ordentlich.
So. Langsam würde ich mich mal wieder über so eine Regenschauer freuen. Wir hätten auch... Den Tipp habe ich eben noch gelesen. Die Möglichkeit, einfach so einen kleinen Schutzring hier um alles drum zu legen. Das ist natürlich ein Mordsaufwand. Hat aber durchaus seine Berechtigung. Ja, jetzt ist zwar der Regen da, aber machen es halt trotzdem, damit wir uns zumindest aus dieser Richtung so lange nicht mehr mit dem Feuer beschäftigen müssen. Das sollte eigentlich sogar als Brandschutzmaßnahme erstmal reichen. Das ist einer zu viel. Zack. Natürlich wird das unsere Leute wieder von wichtigeren Maßnahmen abhalten. Aber wir brauchen uns nicht mehr ums Feuer zu kümmern. Zumindest nicht mehr so viel. Gegner mit Brandwerfern haben es auch nicht so einfach, uns auf den Senkel zu gehen. So. Würde mal sagen, fürs Erste reicht das. Den Rest machen wir dann irgendwann mal später. Naja, glücklicherweise haben wir die entsprechenden Bestände, also dürfte das nicht allzu lange dauern, bis das hier alles fertig ist. Das hier ist auch bald durch, ist das schön. Bauteile haben wir bald eine Menge verbraucht. Warten wir es ruhig noch ein bisschen ab hier. Das wird sich noch eine Zeit lang hinziehen. Thank you.
das wird halt ziemlich lange dauern mit dem Trockenlegen hier. Hier ist noch ein potenzielles hier. Aha, hier haben wir Stahl. Okay, hatte ich auch einen gebaut. Damit kann man wenigstens jetzt mal arbeiten. Feldarbeitsseitig ist halt immer was zu tun. Ne? Ich wünschte, wir hätten die Putzroboter zurück. Textilhändler, das ist mir relativ egal. Thank you.
mal die Werte ein bisschen runterregeln, ja. Die können bleiben.